Ja, kann man mal so machen. Die Jungs haben von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas gegeben. Erste und zweite Halbzeit absolut verdient auch in der Höhe dann gewonnen. Wir hätten vielleicht sogar noch das eine oder andere mehr machen können, aber wir wollen nicht vermessen sein. Aktuell fühlt es sich gut an und trotzdem muss man natürlich die Dinge einordnen. Birmingham ist ein bisschen nach uns in die Vorbereitung gestartet und das hat man dann heute schon auch gemerkt. Aber andererseits wollen wir das auch nicht kleiner machen, wollen es genießen und das werden wir heute Abend beim Mannschaftsabend auch tun. Ja, sehr gut. Für mich selber, klar, 2 Tore gemacht, aber ich glaube allgemein haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Waren griffig. Ich glaube, die englische Härte haben wir auch zu spüren bekommen, aber ich bin echt stolz. Wir haben nicht eingesteckt, nicht zurückgesteckt, sondern haben dann halt auch mal ausgeteilt und das gehört auch einfach zum Fußball dazu und alles in allem haben wir wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Erstmal sind wir froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, auch in der Höhe. 5-0 gegen Birmingham, super Ergebnis und ich denke, in der ersten sowie in der zweiten Halbzeit souverän gespielt und von der Höhe 5-0 verdient gewonnen. Es hätte nicht besser laufen können. Rundum gelungen, absolut perfekt. Wir haben keine Verletzten. Felix Platt ist eine Kleinigkeit, aber der wird auch nächste Woche einsteigen. Die beiden angeschlagenen Spieler, Hansen und Kinzombi, werden einsteigen. Wir haben unheimlich gut gearbeitet. Team Spirit ist hervorragend. Man hat schon das Gefühl, dass einfach so in dem ganzen Staff, in der ganzen im ganzen Verein einfach so ein bisschen eine Euphorie vorherrscht und die wollen wir einfach so lange wie möglich mitnehmen und gucken, dass wir uns weiterhin verbessern und auf dieses Trainingslager hier aufbauen können. Ja, Trainingslager war super, klar. Für mich jetzt die erste Woche mit der Mannschaft. Ich kann nur sagen, wirklich unfassbar gute Charaktere, richtig geile Truppe. Macht unfassbar Spaß mit den Jungs zu trainieren, natürlich auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Also wirklich unfassbar. Wir haben sehr viel gearbeitet, sehr viele Läufe gemacht, mehr als gedacht, um ehrlich zu sein. Aber das gehört dazu im Fußball und ich glaube, das brauchen wir. Und ein gelungener Trainingslager, 2 gute Spiele gehabt und wir freuen uns jetzt nach Paderborn zu fliegen.